Hallo und herzlich willkommen zurück zum 31. Part von Let's Play Assassin's Creed 3. Hier ist wieder euer Oliver3901 und jetzt auf geht's wieder an Bord, meine Damen und Herren. Oder wie der Kavalierpirat sagen würde, fertig zum Entern. Oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt schicke Kanonen auf unserem schicken Schiff und es ist, boah, es ist schön spät abends geworden. Und ich glaube mal, oh, herrlich hier, diese Sonne, Alter. Ich glaube, das mache ich zum Thumbnail. Wenn hier irgendwann mal die ganzen scheiß Symbole weg sind und so, mache ich das zum Thumbnail dieses Partes. Gut. Machen wir mal weiter. Und ich glaube, jetzt dürfen wir das Schiff wieder steuern, ne? Jo. Festhalten! Auf den Bugleinen! Warum der uns immer sein Schiff überlässt? Ich meine, mir soll es egal sein. So, na dann. Zum Teufel sollte das da drin. Der ältere Mann ist ein Templer. Wer war da bei ihm? Ein Templer. Der Jungspund war Nicholas Biddle. Ein Niemand. Segelt vor dem Mast. Ein Seekadett der Krone. Sind die Kanonen bereit? Ei, aber wir sollten nichts überstürzen. Wir finden ein passendes Ziel und zeigen dir, wie es geht. Wir haben eine bescheidene Menge Kanonen an Bord, aber sei versichert. Wir haben Platz für weitere, falls du sie brauchen solltest. Die muss ich dann wieder bauen, ne? Genau das erwarte ich nämlich, dass ich die dann wieder bauen darf. Aber egal, jetzt kommen wir zum Kanonentraining. Man hat ja schon unten rechts so ein bisschen die Symbole. Halbes Segel! Sieht aus wie eine abgetakelte britische Fregatte. Die sollte reichen für erste Zielübungen. Bringen Sie auf unsere Breitseite. Alles einholen! Wenn alle Kanonen im Ziel sind, rufst du Feuer. Alles klar, wie mache ich das jetzt? So, RT halten. Erreicht zum Feuern! Und dann loslassen. Alles klar. Feuer frei! Kamera an der anderen Seite der richten. Gut gemacht, Junge! Jetzt alle Kanonen auf den Bug und größtmöglichen Schaden anrichten. Alles klar. Bereit zum Feuern! Feuer! Alles klar, das ist relativ easy. Ich hab das Gefühl so in voller Fahrt. Jetzt probier mal die Drehbassen, sind genauer. Triff die alten Pulverfässer und jag sie in die Luft. Ja klar, die lassen alte Pulverfässer auf gestrandeten Schiffen liegen. Natürlich, würde ich auch tun. Alles klar. Ich habe wie gesagt das Gefühl, bei voller Fahrt ist das ein bisschen komplizierter. So, da auch. Was denn? Ich mach doch, ich gebe eigentlich nur Kommando. Du lernst aber schnell. Wenn mich etwas interessiert. Wir finden Geschmack an der offenen See. Hm? Wir machen noch einen echten Seebären aus dir. Aber jetzt sollten wir zurück. Der alte Mann wird mir sonst noch das Fell über die Ohren ziehen. Alles klar. Gib mir halbes Segel. Los, volles Segel. Halbes Segel, mach mal Dampf hier. Volles Segel, Alter. Yeah, Bitches. Und ich habe so das Gefühl, dass jetzt irgendwas noch passiert auf hoher See. Dass irgendjemand angreift oder so. Ah, hier, auch schönes Bild. Sehr schönes Bild, gefällt mir sehr schön. Kanonenboote kommen! Warum schießen die auf uns? Er nimmt uns ganz schön. Bereit machen! Königliches Eigentum beschädigen, den königlichen Frieden steuern, suchst dir aus. Was sollen wir tun? Wir können nichts tun, als uns zu wehren. Verschenkt den Bastard! Trefft auf halbes Segel! Die Drehbassen, Captain! Auf meinen Befehl! Feuer! Alter! Alles klar, so. Probier mal mit voller Granate. Voller Granate, genau. Und bitte! Breitseite abgeben! Alles klar. Englische Fregatte! Ich erfahre noch eine. Wo um alles in der Welt kommt die denn her? Von der Seite. What the fuck? Und bitte. Köpfe runter. Boah, alter Verwalter. Heftig. Gefällt mir aber, macht Spaß.
So, in einer Mission dreimal erfolgreich in Deckung gehen. Dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Aus dem Gegenwind, Captain! Auf mein Zeichen! Feuer! In Deckung! Die Ruder ist fort! So, keine Ahnung, ob das jetzt vernünftig war. Ist egal, wir gucken mal. Hartsegeln! Lass auf Hartsegeln! Volle Segel! Ja, jetzt haben wir Volldampf hier. Weniger Segel! Weniger Segel! Deckung! Alles klar. So, gucken, ob wir da vielleicht jetzt rankommen. Ja, da muss ich noch ein bisschen drehen. Da muss ich noch ein bisschen ganze Stücke drehen. Boah, war das eng, glaube ich. Alter, jetzt schießt doch endlich mal. Ja, aber nicht. Breitseite abgeben. Hat's gereicht? Hat's gereicht? Ich glaube, hat gereicht, okay. Ja, brandneuer Typ wird einfach mal hier komplett alles versenken. Ja, das macht schon Spaß, ist aber ganz schön actionreich, weil die Schiffe sich so, ja, träge lenken, sagen wir mal so. Es ist mal ein ganz neues Gefühl. Ein ganz neues Du. So, gucken wir mal, wie viel wir abgeschlossen haben. Ja, wunderbar, volle Synchronität, Alter, yeah! Super, hätte ich nicht gedacht. Bei meiner ersten Schiffsmission gleich erste volle Synchronität. Das heißt, das muss relativ einfach sein. Aber okay, wollen wir nicht über den Schwierigkeitsgrad dieses Spiels lästern. Assassin's Creed hat schließlich schon seit jeher nur einen Schwierigkeitsgrad. Und der ist teilweise schwierig, teilweise aber auch nicht. Aber ich muss das sagen, ich finde das auch gut so. Hat zumindest jeder das Gefühl, er hat das Spiel auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad abgeschlossen. Nur einen. Sie alle! Bring mir, was ich will, und ich gebe sie dir. Ganz einfach. Du hast ein Schiff. Du könntest sie alle finden. Wer ist dieser Mann? Wer? Nun, der alte Seewehr spricht ständig von irgendwelchen Briefen von Captain Kidd. Völliger Unfug, aber er tut keinem was, also lassen wir ihn. Sprich mit ihm, wenn du magst. Doch Vorsicht, er kaut dir ein Ohr ab. Wie auch immer, die Akia steht bereit. Wenn es dich wieder aufs Meer hinauszieht, warten wir auf dich. Nun bitte ich dich, geh wieder auf den Hügel, bevor der alte Mann wegen mir den Ruhestand beendet. Alles klar, mache ich. Kann ich machen. Will ja nicht, dass du Stress bekommst. Und du hast dich nicht einmal verabschiedet. 3 Wochen waren wir weg. War ja echt viel. Und? Worauf wartest du noch? Keine Manieren, der Connor. Keine Manieren. Zieh das an. Alles klar, jetzt werden wir Assassine. Oh, wunderbar. Nach über 30 Parts endlich die Figur, die die ganze Zeit in den Trailern und so angekündigt wurde. Nach über 30 Parts. Einst vor langer Zeit gab es eine Zeremonie für solche Anlässe. Aber ich glaube, wir beide sind nicht der Typ für so etwas. Du hast Werkzeug und Ausbildung. Du hast Aufgaben und Ziele. Und nun hast du einen Titel. Willkommen in der Bruderschaft, Connor. Sequenz abgeschlossen. Der Tag, als die Templer weinten. Hey, schicker Name für einen Gamerscore, muss ich sagen. Gefällt mir. So. Dann gucken wir uns nochmal den Anfang der nächsten Mission an und dann werden wir erstmal den Animus nochmal kurz verlassen und unsere E-Mails checken und so. Da habe ich nämlich gerade Bock drauf. Oder vielleicht machen wir sogar automatisch, alles klar. Super. Willkommen zurück, Desmond. Du wirst froh sein, dass es endlich mal gute Neuigkeiten gibt. Ja? Es ist mir gelungen, eine Energiequelle zu finden und sie ist nicht weit weg. Lust auf einen Trip nach Manhattan? Oh yeah. Ist es denn auch sicher? Abstergo wird doch bestimmt nach uns suchen. Nichts ist sicher. Wir können aber auch nicht hier rumsitzen und auf Glück hoffen, oder?
Wir brauchen die Energie. Außerdem wirst du unsere Aktionen schon verschleiern. Vielleicht. Die Templer haben ja Zugang zu allen möglichen Satelliten und Kamerasystemen. Wir müssen unsere Digitalsignatur irgendwie verbergen. Den Van kann ich vermutlich auch tarnen. Nur für uns kann ich nichts tun. Das ist doch einfach. Okay, ich glaube, jetzt kommt sogar noch die erste Desmond-Mission. Die habe ich ja auch gehört, dass es so geben soll, richtige Mission mit Desmond. Und auf die bin ich ja auch richtig gespannt, weil ich mag ja Desmond schon seit dem ersten Teil. Die örtlichen Versorgungsunternehmen, dass sie auf die bevorstehenden Sonneneruptionen gut vorbereitet sind. Die zu erwartenden Ausfallzeiten bezeichneten sie als minimal. Tja, wenn die wüssten. Was ist das? Eine ferngesteuerte Kamera. Sie versorgt uns mit Bildern, wenn du auf einer Mission bist. Und das ist unsere Sprechverbindung. Wir sind fast da, also hör zu. Das Artefakt ist in einem Penthouse-Büro in Lower Manhattan. Um diese Uhrzeit würde jede Art des direkten Zutritts bemerkt werden. Ich glaube, wir haben bessere Chancen, wenn du von oben kommst. Wie von oben? So richtig von oben? So richtig Fallschirmmäßig? Alter, wie geil ist das denn bitte? Hörst du mich? Test, Test. 1, 2, 3. Ja, verstehe dich gut. Aktivier doch mal die Kamera. Lol. Ich habe ein Bild. Die Diagnose läuft. Perfekt. Ich habe ein schönes Startsignal. Naja, schön ist es nicht, aber es ist ausreichend. Nur als Warnung. Von jetzt an hast du keinen Zugang zum Aufzug. Du musst auf die altmodische Art nach oben. Ja gut, dann mal los. So wie es aussieht, hat sie auch gar keine Art von Interface oder sowas. Ist ja logisch. Ich meine, wir sind jetzt ganz alleine mit Desmond unterwegs und nicht mehr im Animus. Von daher eigentlich ganz cool. Gefällt mir. Gut, schauen wir mal weiter. Bisher ist das ja relativ easy hier. Darüber springen. Alles klar. Gut, ich denke mal, sie hat gesagt, ich muss nach oben, also halte ich mich einfach mal in den oberen Bereichen. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier allzu viel zu entdecken gibt, kann ich gar nicht sagen. Sieht aber bisher nicht so weit aus. Es sieht aus wie eine Bauruine von irgendwas. Ey, das erinnert mich gerade ganz stark an Mirror's Edge. Ich muss echt mit dem Let's Play anfangen, irgendwie kriege ich gerade Bock drauf. Ich habe angekündigt, dass ich Mirror's Edge als nächstes Wochenendprojekt mache und ich weiß gar nicht, ob es das schon gibt, wenn ihr diesen Part seht hier. Oh, Time Flash und so, ne? Oh, scheiße. Wartet mal. Nee, komme ich nicht. Das sah gerade aus wie diese Bäume. Und wir haben ja gelernt, an Y-förmigen Bäumen können wir nach oben klettern. Ah, ich nehme mal an, das zählt jetzt nicht für diese Stellen hier. Nee. Alles klar. Jetzt muss ich mir mal ganz kurz räuspern. Ja, das erinnert mich wirklich extrem an Mirror's Edge. Und dass Mirror's Edge an dieser Stelle eine beschissene Steuerung hatte. Hätte. Ach, keine Ahnung. Ich nehme mal an, hier lang. Ja, alles klar. Okay, haben sie ganz gut gemacht. Das ist aufgrund der Tatsache, dass es hier kein Interface hat, trotzdem relativ einfach ist, wo es lang geht. So. Ah, das ist ein Bild nicht bewegt. Was für eine tolle Aussicht. Ehrlich schon. Leck mich. Mit einem muss ich schon aber recht geben. Die Aussicht ist bombastisch. Aber irgendwie sieht es fast genauso aus wie in Tomb Raider Legend. Weiß nicht, ob sich viele von euch daran erinnern. Es gab in Tomb Raider Legend ja auch mal so ein Level mit Japan, wo man auch auf den Dächern der Stadt rumklettert. Und das ist übelst episch. Dieses Level sieht auch übelst gut aus. Also, muss man mal sagen. Haben sie fein gemacht, die guten Entwickler. Haben sie fein gemacht. Gefällt mir. So, Desmond ist schon eine verwegene Sau, ne? Ja. So muss das. Okay, jetzt aber mal ernsthaft hier jetzt mal weiterklettern. Oder wir könnten eigentlich an dieser Stelle auch mal kurz eine Pause machen, ne? Und vielleicht uns im nächsten Part wiedersehen. Also mir würde das, glaube ich, gefallen. What the fuck? Also ich glaube, mir gefällt das jetzt hier mal eine kurze Pause zu machen. Zumal ich auch gerade eh nicht so gut weiß, wo ich weiterkomme. Ich denke mal hier, aber das gucken wir uns im nächsten Part an. Ich bin Oliver 3911 und verabschiede mich. Bis zum nächsten Part. Tschüss.